Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Wait. Wait, genau. Mein Kater kratzt wieder an der Tür. Und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Im HD Remake, du heilige Scheiße, hast du. Oh Gott, oh Gott, oh! Remaster für die Xbox 360. Oh Gott. Ich höre Gegner. Von irgendwo. Ashley? Ah, am Tor. Moment. Danke, dass ich da jetzt so viel machen konnte. Das müssen wir nochmal neu machen. Das lief jetzt nicht ganz so, wie ich das wollte. Okay, aber... Ashley, jetzt bleibst du trotzdem nochmal am Tor. Wait. Denn nicht, dass du noch vom LKW überfahren wirst, aber danach hole ich sie sofort wieder. Jetzt muss ich nur den Fahrer nochmal treffen. Okay, habe ich. Okay, sobald ich das... Oh Gott! Wo kommt ihr denn her? Komm mit, Ashley. Das waren jetzt ein paar mehr, als ich gedacht habe. Tschüss. Was sagt die Karte? Oh mein Gott. Links? Nee, da stehen nur Fässer. Weg hier. Weg hier. Ich kann ja bestimmt später nochmal hin. Fässer durch Fässer. Weg hier. You take that one. Okay. Ready? Come on. Yeah. Ende von Kapitel 2, 3. Nächstes Kapitel 3, 1. Oh je. 69%. Oh, das ist nicht gut. Getötete Gegner 12. Verlorene Leben 6. Boah. Ja, klar, wegen dieser scheiß Elgigante Dreckspassage da und so. Und wegen dem Haus. Da war, stimmt, da war noch die Szene mit dem Haus. Obwohl, ich glaube, bei der Hausszene bin ich gar nicht gestorben, oder? Also, Hausszene, da wo diese Mengen an Gegnern kamen, wo wir Louis wieder getroffen hatten. Ach, keine Ahnung. Jetzt sind wir jedenfalls im Schloss. Und das wird wahrscheinlich groß sein. Ich wusste es. Huh. Okay, meine Vermutung von ganz zum Anfang hat sich endlich bestätigt. Endlich. Nämlich, dass die Karte vom Dorf nicht die Karte vom kompletten Spiel sein kann. Und endlich hat es sich bestätigt, ich habe so lange darauf gewartet. Und die Zeit hat mich immer unsicherer gemacht und ich dachte immer mehr, dass es vielleicht doch nur das Dorf ist. Aber jetzt haben wir endlich eine zweite Karte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt doch als sowas Gutes sehen soll. Huch, ich dachte gerade, da liegt eine Krone. Oh nein. So. Boah, ist das eklig. Ich muss gleich mal kurz was ändern. Ich hoffe, ich halte das... Ja, ich muss es ja den ganzen Part noch aushalten. Weil, passt auf. Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich es in dem Projekt auch erwähnt habe, aber ich habe es auf jeden Fall schon in anderen Projekten erwähnt. Dass mein Aufnahmeprogramm halt... zu dem, was letztendlich in der Aufnahme ist, so sogar 1,5 Sekunden Delay hat. Also das, was ich auf dem Fernseher sehe, sehe ich jetzt 1,5 Sekunden später auf dem PC selbst, bei dem Aufnahmeprogramm. Und das gilt halt auch für den Sound. Und weil ich nicht gleichzeitig, wenn ich zocke, den Fernsehersound anhaben kann, weil man das sonst als Echo hören würde,
höre ich über das Aufnahmeprogramm am PC. Deswegen höre ich den Sound von dem, was eigentlich passiert, immer erst 1,5 Sekunden später, 1,5 Sekunden später. Allerdings ist das meistens nicht so schlimm, weil 1,5 Sekunden sind nicht so viel. Aber manchmal, wenn ein bisschen was schief läuft oder so, dann kann es auch mal dazu kommen, dass es mehr ist. Und gerade habe ich zum Beispiel aus Versehen das Kabel abgerissen nach dem letzten Part, habe es jetzt wieder rangesteckt, muss das Aufnahmeprogramm neu starten und jetzt sind es einfach, ich kann ja mal gucken, boah, locker 3 Sekunden, das ist das Doppelte und das ist, also wenn der Sound so 2,5 bis 3 Sekunden später kommt, ist das schon echt eklig. Ich meine, ich kann ja mal schießen und dann mal sagen, wann ich den Sound höre. Oh, nicht nachladen. So, und 3, 2, 1... Jetzt. Das ist ein ganzes Stückchen später gerade. Also, das ist sehr, sehr abartig. So, jetzt gehen wir gleich speichern, aber erstmal Monsieur Händler, der jetzt hoffentlich. Der hat bestimmt was Neues für mich. Komm, na endlich. Erstmal gucken, ob wir es verkaufen können. Wir haben noch einen Spinel. Weg damit. Sonst noch was? Ein Hühnerei? Nee, Schulterstütze. Nö, nee, sonst will ich eigentlich nichts weiter verkaufen. Aber kaufen! Schatzkarte Burg, stimmt. Blacktail? Hui. Eine 9mm Pistole hervorragend zu bedienen. Boah, ich habe das Gefühl, dass sie mir echt gefallen wird, aber wenn ich jetzt mal gucke. 1,6 auf Feuerkraft Level 1. 1,6 auch auf Feuerkraft Level 1. Feuergeschwindigkeit höher als hier. Kapazität geringer. Ladegeschwindigkeit viel höher. Also so von den Anfangswerten, von den Startwerten, gefällt mir die Blacktail echt gerade 100.000 Mal besser. Mal abgesehen von der Schussgeschwindigkeit, von der Schussfrequenz. Deswegen gucke ich jetzt mal kurz im Internet nach, was so empfohlen wird. Resident Evil 4. Evil 4. Och, ich kann nicht schreiben, das ist ja unglaublich. Blacktail. Gucken wir mal. Oder Blacktail. Ah, schauen wir mal. Wenn ich einfach Blacktail Red 9 angebe. Ja, Tatsache, hier kommt was. Blacktail versus Red 9. The ultimate question. Blacktail or Red 9? Das ist doch perfekt. Red 9 all day. Both good. I chose Red 9. I use Red 9. Blacktail, if you go for headshots. Ah, das schreibt einer, das ist Unsinn. Okay. Red 9, Red 9. Blacktail, modern, boring. Red 9, beautiful. Okay, ich bleibe erstmal bei der Red 9, dann muss ich auch erstmal kein Geld mehr ausgeben. Auch wenn mir die Blacktail echt gut gefällt. So, haben wir sonst so... Broken Butterfly. Eine Magnum. Ja, Tatsache, eine 45er Magnum, da steht sogar. Eine besonders durchschlagende 45er Magnum. Damit kann man jeden Tag versüßen. Die will ich haben. Schrotgewehr. Ist besser. Sturmgewehr halbautomatisch. Hui, jetzt kommt langsam das gute Zeug. Minenwerfer? Ne, danke, ne, danke. Zielfernrohr halbautomatisch. Zielfernrohr Minenwerfer. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich mir das gut überlegen. Also den Aktenkoffer werde ich höchstwahrscheinlich kaufen. 40.000. Die Schatzkarte kaufe ich jetzt einfach mal sofort. Thank you. Red 9 behalte ich, Blacktail werde ich nicht kaufen. Broken Butterfly werde ich kaufen. Sind wir bei 78.000. Ich habe 46.000. Dann noch 32.000 drauf und noch 35.000 drauf. Weil ich werde das Schrotgewehr kaufen, dafür das Gewehr verkaufen. Obwohl, so viel besser ist das nicht. Das hat nur, ja, eins mehr Feuerkraft ist schon ein bisschen was. Und ein Schuss mehr Kapazität. Und die hier ist ja schon oft gewertet, oder? 35.000, 35.000 hierfür. Feuerkraft 7.
Doch, doch, die gefällt mir echt gut. Schneller feuert als das Gewöhnliche, ja, das habe ich schon gemerkt. Tunen. Die Red 9 könnte ich tunen. Feuerkraft, oh ja. Kapazität, oh ja. Das Gewehr könnte ich tunen. Ach, hier müsste ich mal gucken. Hier müsste ich die Waffen ein bisschen vergleichen. Weil hier habe ich 3 Punkte und gerade mal 5,0. Da ist dann die andere Shotgun doch ein bisschen stärker. Ladegeschwindigkeit. Die andere Shotgun ist viel besser. Aha, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. What are you selling? Jetzt mache ich hoffentlich keinen Fehler, wenn ich das jetzt einfach direkt verkaufe und mir für das Geld, was ich hierfür kriege, sofort die andere Shotgun hole. Die dann noch nicht aufgewertet ist, aber trotzdem ungefähr die gleichen Werte hat. Boah, ich hoffe echt, dass ich da keinen Fehler mache, ey. Ah, ich mache das jetzt. 3, 2, 1, weg. Ja. Oh nein, verdammt, eine Sache habe ich nicht bedacht. Das Ding wird mehr Platz einnehmen. Nicht mal, nicht mal. Danke. Meins. Okay, die Broken Butterfly möchte ich noch haben. Das Sturmgewehr möchte ich noch haben. Den Aktenkoffer möchte ich noch haben. Danke. Ja, aber wie soll ich jetzt noch an Geld kommen? Jetzt habe ich ja nichts mehr zu verkaufen hier. Da muss ich erstmal noch ein Stückchen warten. Ja, da muss ich erstmal noch warten. Aber ich werde irgendwann mir das alles so kaufen. Ja. Kapazität hier von der Höhen wäre bestimmt auch mal nicht schlecht. Ne? Oder was ist hier? Feuerkraft für 20.000 kann ich mir nicht leisten. Aber Kapazität, das mache ich ja. So. Ja, das sage ich auch. Okay, jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen was umorganisieren. Du kannst jetzt hier in die Ecke gequetscht werden. Sagen wir dahin, dann passt da oben noch ein Heilgegenstand hin. Ei. Ei. Kombination. Und den Heilgegenstand hier hoch. So, die Munition kommt hier hin. Weil das da gerade noch so hinpasst. Und dann passt hier auf jeden Fall noch ein ganzes bisschen was rein. Also zum Beispiel die Shotgun. Nicht Shotgun, das Sturmgewehr würde hier bestimmt hinpassen. Ich denke mal, das Sturmgewehr wird 3 nach oben und vielleicht so viel nach rechts mitnehmen. Aber dann passt die Butterfly nicht rein. Dann würde ich vielleicht sogar wirklich... Na, die Granaten könnte ich dann auf jeden Fall verkaufen und vielleicht sogar die Schulterstütze von der TMP. Mal gucken. Wow, da müsste ich auch noch mehr Platz für Munition einplanen. Naja, dafür würden dann die Granaten wegkommen, ja. Ah, die Butterfly hätte ich richtig gern, einfach, weil ich auch in Teil 5 und in Teil 6... Gab's die überhaupt in Teil 6? Ja, doch, klar, Chris, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber in Teil 5 auf jeden Fall, Magnum hatte ich immer mit. Die Magnum habe ich auch komplett aufgewertet, um dann noch diese silberne Magnum zu bekommen. Resident Evil 5. Schaut euch das LP an, ne? Und die hatte ich dann auch immer dabei, weil es so ein geiles Ding war. Aber vielleicht kommt ja noch eine bessere Magnum oder eine bessere Shotgun. Shotgun sage ich schon, eine bessere... Bessere Revolver, so. So, jetzt werde ich gleich allerdings erstmal cutten. Das war jetzt ein bisschen Vorbereitung auf das, was kommt, aber die schauen wir uns jetzt noch an. Das schicke Ding hier. Das Ding gefällt mir. Sieht aus wie eine... Na, ich sag lieber nichts Falsches. Deswegen sage ich lieber gar nichts. So. Gut. Dann sind wir hier erstmal fertig. Kapazität und so ist hier erhöht. Wir haben neue Waffen. Wir haben neue Waffen im Laden. Und ich würde jetzt allerdings erstmal sagen, dass es das dann für den Part war. Wir sind bei 15 Minuten ungefähr. 15 Minuten 40. Wir sind bald bei 16 Minuten. So, sagen wir so. Ach nee, ich hatte am Anfang eine ziemlich lange Pause, bevor ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ja, bei 15 Minuten müssten wir ungefähr sein. Und, ja, dann versuchen wir uns hier demnächst ein bisschen mehr Geld ranzuschaffen, damit wir an die neuen Waffen kommen, die uns noch fehlen. Und dann informiere ich mich mal, ob
die Butterflies wert ist oder ob es noch eine andere Magnum gibt. Wenigstens das möchte ich wissen, damit ich da so ein bisschen planen kann, was das Geld angeht und so. Oder würde ich sagen, hier sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.